Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator mit dem Freezy und dem Renny. Hallo. Ja, wir haben ja noch einen Gast mit dabei und zwar den lieben Freezy. Ihr habt vielleicht, ihr habt vielleicht schon mal den Freezy bei mir als Talkgast gesehen und der macht ja hier auch auf YouTube, ne? So ein bisschen American Truck Simulator und deswegen machen wir das ein bisschen zusammen jetzt. Was ist mit diesem Opferkind davon los, ey? So. Wieder gut los. Genau. Ja, ne, der hat ein bisschen rumgelaggt. Ich hole mir jetzt gerade eine Fracht, bin in Reading, meine lieben Freunde, und gehe jetzt laden und wir fahren danach nach Hornbrook. Das ist ganz, ganz oben im Norden. Das ist die einzigste Stadt, wo ich noch gar nicht war. Die habe ich noch nicht mal entdeckt. Und das geht natürlich gar nicht, ne? Wenn nämlich hier das DLC rauskommt, dann müssen wir wenigstens alle Städte hier am Start haben. Oder? Wann kommt das denn raus? Das wissen wir ja nicht. Hast du da schon einen Termin? Nee. Leider nicht. Das ist ja das Problem aktuell. So. Zack, Freezy, du lädst auch, ne? Ja. So, es war noch ein kleiner Auftrag für 3600. Aber ist ja auch direkt um die Ecke. So. Einmal hier rum. Wie viel? Du hast dann um die 500 Meilen, ne? Genau, ja. Also ich muss halt sehen, ich werde da oben dann definitiv einen neuen laden und dann... So, also ich bin schon unterwegs jetzt. Ich fahr grad aus der Firma raus. Schon geladen, okay. Alles fertig. So, ja. Was gibt's Neues? Was hast du eigentlich für ein LKW, Freezy? Also mit was für ein LKW bist du unterwegs? Den W900. Ah, okay. Den alle coolen Tutes haben, oder? Genau. Ah, okay. Motor? Das weiß ich nicht. Den zweiten, den man sich freischaltet. 455 PS, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, ja. So ein bisschen dran getunt. Landesgetriebe habe ich auch schon. Hm. Ich bin Level 6. Level 6 bist du? Ja. Okay, naja, dann erwartet dich auf jeden Fall noch ein bisschen was. Hoffe es. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt aktuell Level 14 und ja. Welches Level bist du eigentlich mittlerweile, Randy? 26, 27 oder so. Okay, selbst da ist noch nicht alles, oder? Doch, da hast du alles freigeschaltet. Da hast du alles? Da hast du alles freigeschaltet. Ich glaube, mit Level 20 hast du schon mal, was Motorisierung angeht, alles voll. Und 22 oder so, da hast du dann auch die letzte Lackierung. Ah, okay. Da bin ich auch mal gespannt, ne? Paint Job. Ja, ob da noch was kommt. Na sicher. Bestimmt. Alter, wie viel Paint Job gab's? Wie viel Paint Job gab's beim. Viel zu viel. Beim hier ETS, das war ja krass, oder? Ich glaube, ich habe von ETS 10 oder 12 DLCs. Ja, ein Stück 30 oder so gab es insgesamt oder so, weil sie ja von jedem Land noch so einen scheiß Paint Shop geholt haben. Okay, für 1,99 immer oder so, ne? Naja. Japanische Lackierung, brasilianische, polnische, gut, russische. Ja, naja, deswegen. Ja. Aber das ist schon krass. Da gab auf jeden Fall viel raus, ja. Gab es eigentlich damals den Season Pass oder musste man sich alles selber kaufen? Diesen Pass gibt es, glaube ich, nicht für das Spiel. Ja. Mhm. Ja. So. Was fährst du? Was hast du überhaupt geladen, Freezy? Ja, bis jetzt noch nichts. Muss noch hinfahren, abholen. Alter, was bist du für eine Bummelise, ey? Das ist ja nicht normal. Ey, ohne Scheiß, du bist ein übelster Bummler. Gar nicht. Das ist mir im Livestream schon aufgefallen. Erstens fährst du überall dagegen, baust nur Unfälle und dann bist du ein übelster Bummler. Das stimmt überhaupt nicht. Ach scheiße, jetzt bin ich nicht wohin gefahren. Ich hab noch knapp 40 Meilen, dann gebe ich meinen Auftrag schon wieder ab. Echt jetzt? Ja. Ach Quatsch nicht. Das ist mein Ernst. Ich meine, es waren nur insgesamt nur 100 Meilen oder so, aber trotzdem. Da hab ich, bin ich hingefahren, hab geladen, fahr jetzt zur Spedition, lade wieder ab, also... Für die Spedition bist du nicht gerade sehr wirtschaftlich. Sicher. Das erklärt auch den Stundenlohn. Ich krieg Gehaltserhöhung schon. Bitte. Ja. Glaube ich dir nicht. So.
Na gut. War ich immer rot. War ja auch anständig und halte an und gucke links und rechts. Ja, kannst ja alles machen, das mache ich ja auch. Nicht, ja. Aber ich gucke halt auf der Karte, also auf meinem Navi. Mein Navi ist ja so ein besonderes Navi. Das übermittelt mir ja die GPS-Daten der anderen LKWs. Ne, die werden alle getrackt in mein Navi und dann werden die so als blauer Punkt dargestellt. Ja, hab ich auch. Schön. Und ich gucke halt immer, ob irgendwelche anderen LKWs gerade in meiner Umgebung getrackt sind mit meinem Navi und als blauer Punkt dargestellt. Und wenn das denn nicht der Fall ist, dann fahre ich auch gerne einfach mal ohne zu schauen. Ich verlasse mich da drauf, ja. Ich weiß, es ist nicht das Gelbe vom Ei, aber erster Aufenthalt in Hornbrook. Sehr, sehr schön. So. Wir haben auch gleich gesagt, Hornbrook ist ja riesig. Von der Verteilungsstelle jetzt her, also dass alles außerhalb liegt? Nee. Hornbrook ist einfach mal 10-mal also kleiner wie mein Dorf, in dem ich wohne. Ach, und das ist die Spedition dort? Aha. Interessant. Nee, warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Ja, doch. Das ist das Fähnchen, eindeutig. Hä? Hier neben der Tank ist direkt eine. Ach, da muss ich. Ich hab einen Fail gemacht. Moment. Hier wirst du gar nicht gefragt, ob du selber einparken willst. Hier ist direkt angezeigt, neben der Tanke abhängen. Wie geil ist das denn? Was hast du für einen Fehler gemacht, wieder Friesen? Das sage ich nicht. Naja, kannst du wahrscheinlich auch keinen erzählen. Wahrscheinlich nicht. Ich habe meine Fracht vergessen. Was hast du? Meine Fracht vergessen. Wie meinst du das jetzt? Ja, nicht vergessen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die nicht hier angenommen, wo ich war, sondern nach Reading. Da muss ich die erst holen. Ich muss da erst hochfahren. Also du hast quasi nicht dort, wo... Genau, ich habe mich verklickt. Ja, aber das ist ja egal. Dann such dir eine raus, da wo du jetzt bist. Die Fracht ist ja nicht verbindlich. Das ist ja erstmal nur ein Navi-Punkt, wo es die gibt. Die Fracht hast du ja in dem Sinne jetzt noch nicht bestätigt. Die bestätigst du ja erst, wenn du bei der Spedition bist und den Auftrag annimmst. Ja. Ja, also kannst du jetzt auch einfach da, wo du gerade bist, da den Punkt hinsetzen und dann halt gucken, alles klar, was dort ist. So, löse Auflieger. Ach, Fiesi. So, gab ein bisschen was, das ist gut. Und jetzt schauen wir mal das Auftragsangebot hier oben an. Das wird natürlich jetzt nicht so prickelnd sein. Lol, gar keine Aufträge? Wieso gibt's denn da? Ach, ich glaube, da kannst du... Nee, kannst du da nur hinfahren? Hornbrook? Randy? Wie bitte? Hornbrook! Ja? Kannst du da nur hinliefern oder kannst du da auch was mitnehmen? Hornbrook, wo ist denn das? Ganz oben, ne? Ganz oben im Norden, über Reading. Das ist nur eine Ableitestelle. Ja, lol. Ernsthaft jetzt? Ja. Das ist nur eine Ableitestelle. Ich check gerade hier wieder deine Videos, ne, mit den Kommentaren und alles durch. Moment, höre ich gerade nicht. Dieses verfickte Lenkrad hasse mit seinem scheiß Knubbel, ey, da oben. Oh, ach, hast du das Ding rausgerubbt oder was? Nee, aber das Ding hat mir meine Ohrstöpsel rausgerubbt. Also, Scheißteil, ey. Alter, hörst du uns ja wieder. Sack, ja. Ich check ja gerade deine Kommentare wieder durch. Von der letzten Episode. Mhm. Ich will gerade überlegen, was ich jetzt hier rausfilter. Ob es sich überhaupt lohnt, über eh was zu diskutieren hier. Alter, das ist mal ein fetter Auftrag. Den versuche ich mal. So, aber was wir noch machen können, ist eben LKW-Händler. Kenworth. Gehen wir zum Online-Händler, online kaufen. Und snacken uns mal noch so ein W900. W900 Studio Sleeper. Ne, den brauchen wir eigentlich nicht. W900 Day Cab. Das
Schon den größeren Motor, 200 Gallonen. So. Ne, Moment. Ausführung ändern. So, warte mal, dann müssen wir mal ganz kurz schauen. Ist das mit dem Daycap? Warte mal, das habe ich jetzt drin. Das habe ich jetzt drin. Schmeiß mal den Motor noch rein. 500 PS. Getriebe kriegen sie auch das 6-Gang-Getriebe. Das war teuer. Gut, ansonsten brauchen wir eigentlich nichts weiter. Ja, ansonsten brauchen wir eigentlich nichts weiter. Okay, Farbe können wir noch ändern. Hier so eine coole Lackierung drauf, einfach zack, bam. Oh, die ist aber richtig teuer. Alter, was die Lackierung noch kosten, ist hart, ne? Und gerade diese Airspray-Dinger nenne ich jetzt einfach mal. Ja. Das ist schon heftig. Ich hätte einen Kommentar für dich. Wir kaufen einfach ein Gelb. Warte ganz kurz, ich mache jetzt ein Bestätigen. So. 152.000. Kaufen. Nevada. Haben wir schon drei Fahrer? Zack, da. Okay. Nice, Alter. Fahrermanager, Moment. Arbeitsagentur. Nee. Warte mal, wie kann ich denn jetzt hier? Ich will einfach nur jemand einstellen. Firmenmanager. Suche nach Fahrer und Fahrerin. Arbeitsagentur. Wieso kommt denn da die Karte? Ja, weil du dann erstmal rechts unten auf Fahrer einstellen gehen musst. Ach, war das schon immer so? So, warte, jetzt Fahrer einstellen. Ey, Alter, wenn es jetzt keine Frau gibt, flipp ich aus. Es gibt keine Frau mehr. Ich habe auch nur Frauen angestellt. Och, Georg, ey. Nee. Georg kann eine schöne Frau sein. Stell den hier ein, der sieht mir sehr erfahren aus. So, Fahrer einstellen. Bakersfield, auf den LKW drauf. Sehr gut. Okay, wir haben mittlerweile 5 LKWs im Betrieb. Oh, was? Jo, ich habe jetzt mittlerweile 5 Fahrer und 5 LKWs. Plus meine Wenigkeit. Sehr geil. Das ist ja Geld ohne Ende, oder nicht? Was? Dann hast du ja Geld ohne Ende, oder nicht? Wie meinst du das Geld ohne Ende? Naja, ich habe jetzt gerade wieder investiert gehabt. Ich hatte 180.000 hatte ich gerade auf dem Konto und habe jetzt gerade noch einen neuen geholt, ja. Filmst du denn auch die LKWs deiner Fahrer? Ja, also zumindest was Motor, Chassis betrifft und so weiter. Also die haben kriegen von mir immer das 220 Gallonen Chassis und bekommen den 500, also den größten Motor, der mir aktuell zur Verfügung steht, ja. Okay. Ja gut, Randy, erzähl den Kommentar. Ja, den Kommentar. Es gibt also einige, die interessantesten finde ich, stehen hier. Und zwar Tino, würdest du bitte ordentlicher fahren? Ordentlich in Caps Lock und hinterfahren 6 Ausrufezeichen. Aua, Satzzeichen sind ja keine Rudeltiere, habe ich mal gehört. Also, die leben tatsächlich nicht im Rudel, deswegen, kann man das easy going. Ich persönlich, ja, meiner Meinung nach, das kann ich auch immer wieder nur betonen, extrem ordentlich fahre. Jedenfalls überwiegend. Weiß ich gar nicht, die kenne ich gar nicht, die Aufregung. Der fährt schlimmer als ich. Was sagst du? Du fährst schlimmer als ich. Das geht nicht. Das geht nicht. Also du bist echt, du bist mit Abstand der Schlimmste. Du bist der schlechteste Fahrer, was ich jemals im American Truck oder Europa Truck, hast du auch gespielt? Nee. Ah, okay. Also du bist neu eingestiegen bei ATS. Das ist jetzt hier meine 11. Folge, wo ich ATS spiele. Und natürlich die 2-mal im Livestream bei dir. Mehr habe ich nicht gespielt. Ah, okay. Na gut. Also du bist noch lernfähig, ja? Ja, ja. David Bryan schreibt auch, du hast gute Reflexe. Du Dreiradfahrer. Was für? Du hast gute Reflexe. Du Dreiradfahrer. Ach so, ja. Das liegt daran, weil ich öfters auf 3 Rädern um die Kurve auch fahre. Aber die ist höchst professionell, also das muss man sagen. Also wie oft ich meinen LKW einfach abfange, ne?
Obwohl das eigentlich der sichere Tod wäre. Der ist über die Kippgrenze schon drüber. Also da gibt's nichts anderes mehr wie umfallen. Und der Manus regelt das Ding trotzdem. Also ich setze hier im ATS physikalische Gesetze öfters einfach außer Kraft. Genau. Ja. Liebe Ludi, der hat noch eine Anmerkung geschrieben. Bei ETS gab es Abgase. Da hatte ich also dann doch nicht so unrecht. Wie gesagt, aus dem Auspuff kamen Abgase? Nee. Ja, aber die waren halt unten. Aber halt nicht kohlenschwarz, sondern halt so hell. Wie das. Aber warum ist das hier nicht? Was ist das für Nonsens? Ja, das ist halt die Frage aller Fragen. Das ist ja komplett hohl. Die sich da stellt. Elias schreibt aber auch noch was Freundliches. Hoffentlich macht ihr mit 70 noch YouTube. Oh ja, hoffentlich. Hoffentlich. Da haben wir auch 1 Million Abos mit 70, vielleicht. Ja, ein Herzinfarktrisiko, was einiges höher ist. Gut, du weniger, ich mehr. Aber es wird auf jeden Fall höher sein. Und hier noch vielleicht, weil da gab es noch etwas Kritik, die wir dann aber relativ schnell entfechten konnten. Der liebe Ronny schreibt, hallo ihr zwei, ich finde es nicht so schön, wie ihr... ich finde es nicht so schön... Ja, lesen ist nicht seine Stärke. Schnauze. Hallo, ich finde es. Hallo, ihr zwei, ich finde es. Ja, toll, jetzt bin ich wieder auf das scheiß Video. Ja, jetzt begrüßt mich Tino hier oben noch. Das will ich gar nicht. Schau, du hast den Adblocker aus. Nee, Display anzeigen. Okay. Die brauche ich nicht anzuklicken. So, hallo, ihr zwei, ich finde es nicht so schön, wie ihr über Leute, die Hartz IV bekommen, redet. Aber das haben wir doch gar nicht, oder? Deswegen, ja. Also, lieber Ronny, also, wir haben uns ja nur über das Hartz IV. Genau, wir haben uns ja nur über das Hartz IV TV lustig gemacht. Dass es immer wieder Menschen gibt, die in eine missliche Lage kommen oder sonst was. Ich habe das selber in der Familie sogar gehabt. Also, ich kenne das. Und ja, da ich würde da nie jetzt mich darüber lustig machen oder schlecht drüber reden. Aber es gibt halt einfach viele Leute, die ja vielleicht in unserem Alter sind und einfach auch keinen Bock haben. Und das ist halt einfach nicht akzeptabel. Also, das ist nicht okay, sowas. Dass wir denen ihre... ihr Einkommen jeden Monat hier an Steuern da und so weiter. Wie gesagt, das ist immer auf die Leute auch bezogen. Man muss immer schauen, betroffene Hunde bellen ja immer, ne, sagt man. So, und man muss natürlich immer schauen, wen man damit anspricht oder wen wir damit ansprechen. In der Regel sprechen wir eigentlich gar niemanden an. ja, und wer sich angesprochen fühlt, ist halt blöd. Aber wir wollen natürlich, wie gesagt... Es gibt immer Leute, die da in eine missliche Lage gekommen sind oder so, und die wollen wir natürlich auf keinen Fall da irgendwie angreifen oder so. Ja, kann ja manchmal schnell passieren. Natürlich kann das passieren. Die Firma macht pleite, man verliert seinen Job, man ist vielleicht schon im fortgeschrittenen Alter, findet nicht so einfach was Neues und so weiter und so fort. Dann kriegt man sein Arbeitslosengeld und dann danach kriegst du ALG 2 oder Hartz 4 ebenso. Kann jeder reinrutschen, man ist selbstständig, die Firma geht pleite, rutschst du sofort ins Hartz 4. Von der Selbstständigkeit direkt ins Hartz IV gibt es kein Arbeitslosengeld. Und. Das sind alles, da gibt es 1000 verschiedene Variationen. Also da, wie gesagt, das ist, wir meinen das dann nicht böse oder wenn da irgendjemand angreifen. Das ist Quatsch mit Soße. Nicht falsch verstehen, bitte. Aber wenn wir uns eben über, RTL 2 Fernsehen aufregen, ne? Mhm. Was ja einfach nur krass Massenverblödung ist, wo einfach auch Leute dann Nachmittag... Weiß ich nicht. Wer da eben vorm Fernseher hockt und sich das jeden Tag reinzieht, der ist halt nun mal wahrscheinlich genauso hohl wie die das da drinnen spielen. Obwohl die wahrscheinlich meistens gar nicht so dumm sind, wie sie tun. Das kommt noch dazu, ja. Für Sie was dazu sagen? Sag mal, wenn man so in diese Arbeitslosigkeit Hartz IV reinrutscht, man muss ja auch irgendwie dann zusehen, seinen eigenen Arsch mal hochzukriegen, wenn man jetzt nicht in diesem Alter ist, wo man keinen Job mehr kriegt und so. Ja, klar, definitiv. Also man muss auch was dafür tun. Das ist das, um da wieder rauszukommen. Das ist auch wichtig. Immer nur zu sagen, ich kann vielleicht auch nichts dafür, dass ich da drin bin, ne? Oder so, das kann ja jedem passieren. Das ist die eine Sache. Aber man muss natürlich auch selbst Initiative ergreifen, um dort wieder rauszukommen. Also, das ist wichtig. Ganz wichtig sogar. Kommt ja keiner und sagt, hier, hast du einen Job. Ja, aber manche denken das. Ja. Die warten halt, die denken, ach naja, in einem Jahr. Ach, hier steht der Mac Sachsen, lol. So, jetzt habe ich echt einen krassen Auftrag hier, Alter. Jetzt habe ich echt einen krassen Auftrag. Das war der Tag, den du vorgelesen hast, welcher Sprache? Was? Den Tag, das war ein Tag, den du vorgelesen hast, welcher Fahrer? Also VEB Mac Sachsen. Ja, danach. Ach, VEB ist doch deine Firma, oder? Richtig. Und Mac Sachsen ist ja die Firma, Wanni.
Vanni! Vanni steht hier. Stimmt, VEB Max Sachsen ist ja die Firma. Ah, fuck. Was macht denn sowas hier? VEB Max Sachsen. Ja gut, aber meine lieben Freunde, wir sind auch erstmal wieder fertig für die Folge. Sehen uns morgen wieder. Dann hier, ne, mit unserem... ja, soll ich irgendwas ausrichten in Max Sachsen? Nö, kannst ja selber einfach alles sagen, ne? Hey, was hab ich gesagt? Vanni, ne? Vanni. Hey, Vanni. Alles vorbildlich? Alles fit in der Lüpfer. Willst mal die Oma grüßen. So. Oh, ich hab Wilst mal, ne, hab ich mich gefallen, ne. Hat sich noch ein G eingeschlichen. Ich glaube, er ist AFK. Weiß nicht genau. Steht hier einfach nur rum. Das machen also deine Fahrer. Soll ich mal gucken, ob er vielleicht im LKW sitzt und säuft? Ist das hier heimlich Bier trinkt oder so? Schon stinkt besoffen. Oh, Vanni, ich wollte dich jetzt hier aber nicht auf frischer Tat ertappen. Das ist mir jetzt unangenehm. Aber ich sag's in Sachsen nicht, okay? wie gesagt, wir sind erstmal fertig. Schaut morgen wieder vorbei. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch den Freezy. Und ja, schaut auch bei ihm mal vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie es nicht geht. Und in diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Leute.